Ladies and gentlemen, please welcome international megastar pianist and Volkswagen Group global ambassador, Lung Lung. Ladies and gentlemen, please welcome the head of Group Communications, Volkswagen Group, Stefan Grusem. Wow, great, thank you. Toll, danke schön. Meine Damen und Herren, Lung Lung. Eine große Freude, dass ihr heute bei uns seid. Für mich persönlich, meine Damen und Herren, ist Lung Lung ein echter Global Player. Er tritt auf an den berühmtesten Standorten weltweit, in der Hollywood Bowl, Carnegie Hall, Berliner Philharmonie, Royal Albert Hall und heute Abend natürlich hier in Shanghai. Wir sprechen, ein großer Applaus für Lung Lung. Wir sprechen also von einem Global Player, der ein Meister seiner Kunst ist, der Leidenschaft zeigt, perfektes Timing und viel Emotionalität. Das ist jemand, der dem VW-Konzern und seinen Marken sehr ähnlich ist. Vielen Dank, Lung Lung. Wir werden später wieder die Freude haben, Sie hören zu können. Herzlichen Dank zum ersten Mal.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Volkswagen-Konzernabend hier in Shanghai. Es ist für mich eine große Freude, alle Kollegen und Ehrengäste willkommen heißen zu dürfen. Herzlich willkommen an unsere Partner und Kollegen von Shanghai Volkswagen, FAW Volkswagen und Sinotruk. Herzlich willkommen, Professor Dr. Martin Winterkorn, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, Professor Dr. Jochen Heitzmann, Vorstand im VW-Konzern und Präsident und CEO von Volkswagen Group China, und Matthias Wissmann, Präsident des Deutschen Automobilindustrieverbandes, VDA, und natürlich die Vorstandsmitglieder der Konzernmarken des VW-Konzerns. Shanghai ist ein Muss für jeden Global Player, der den perfekten Standort sucht, die Ideen und die Vision zu präsentieren. Und aus diesem Grund wurde die Weltausstellung hier 2010 abgehalten. Und aus diesem Grund begann auch der Beatle des 21. Jahrhunderts seine Reise 2011. Seine Reise rund um die Welt hier in Shanghai begonnen hat. Und aus diesem Grund zeigen 9 unserer faszinierenden Marken neue Modelle hier heute Abend für Sie. Freuen Sie sich also auf einen aufregenden und interessanten Abend. Sie werden auch von uns hören, was nachhaltige Mobilität für uns und unsere chinesischen Partner bedeutet. Wir beginnen also mit einer Vision, die Realität wurde.